Ja, hallo liebe Uhrenfreunde, willkommen zurück im Federhaus. Heute mit einer absolut kurzfristigen und ungeplanten Review zu meiner Casio G-Shock DW6900NB. Ja, ihr seht, das ist eine komplett weiße G-Shock aus der DW-Baureihe. Diese hat so ein, um das Display herum, so ein, ja, für eine verspiegeltes Finish. Hier kann man das ganz gut sehen, so gräulich. Ist schwer, das einzufangen. Kommt auch noch dazu, dass das Display negativ ausgeführt ist, also weiße Zahlen auf einem schwarzen Grund hat statt umgekehrt. Deswegen muss man diese Uhr auch am besten direkt von oben ablesen. Hier in diesem Licht, ja, hier kann man es ganz gut sehen. So ist das alles ziemlich gut abzulesen. Gehen wir mal kurz drüber, was diese Uhr für Funktionen hat. Hier haben wir hier eine Datumsanzeige, Montag, 23.04. Es wird dargestellt die Stunde, Minute und die Sekunden. Hier oben, alle 5 Sekunden verändert sich hier einer dieser Kreise. Mit jeder Sekunde wird so ein kleines Feld weitergezählt. Und wenn 10 Sekunden um ist, dann aktiviert sich in diesem Kreis ein weiteres Feld. So ein optischer, ich sag mal, kleines Design-Gimmick. Was haben wir für Funktionen? Wir haben den normalen Uhrzeitmodus. Dann haben wir eine Alarmzeit, die einstellbar ist. Wir haben einen Timer, der einstellbar ist. Und wir haben eine Stoppuhr. Ganz praktisch. Während des Stoppuhrmodus bleibt die normale Uhrzeit hier oben eingeblendet. Also man kann es sehen jetzt gerade 15:29 und wir könnten jetzt einen Zeitintervall stoppen und könnten die Uhr so lassen und am Handgelenk weiter tragen und würden immer noch sehen, wie spät es aktuell ist. Das finde ich ist ganz nett, wenn man es denn tatsächlich benutzt. Also auf jeden Fall sehr durchdacht gemacht. Und mit einem weiteren Druck kommt man zurück in den normalen Uhrzeitmodus. Ja, starten wir mal mit den Abmessungen der Armbanduhr. Quer über das Gehäuse gemessen ist die Uhr von diesen Kunststoffbumpern sozusagen schon relativ stattlich. 50 mm haben wir da. Wenn wir quer über das Gehäuse messen, dann landen wir noch bei 48 mm, auch schon stattlich. An der Lünette selbst sind es nur 41 mm, wobei ja, Lünette und Gehäuse, das geht hier ziemlich fließend ineinander über. Dann kommen wir auf eine Gehäuselänge von 53 mm. Das ist schon ziemlich lang und hoch ist die Uhr 16,5 mm hier überwiegend am Gehäuse und an diesem Element, wo der Knopf für die Beleuchtung so eingebettet ist, da kommen wir dann auf 19 mm Höhe. Also es ist schon eine relativ große Uhr, allerdings wiegt sie lediglich 67 Gramm. Das ganze Gehäuse ist aus Resin, so ein Kunststoff und die Uhr ist wirklich absolutes Feder- und Leichtgewicht. Habe ich noch was vergessen? Ach so, die Uhr hat hier unten, ne, so eine Kunststoffverstärkung am Armband und das ist wichtig für alle diejenigen, die relativ schmale Handgelenke haben, denn das Armband lässt sich somit nicht so eindrücken. Also ich habe einen Handgelenksumfang von 18,5 Zentimetern und meine Handgelenke würde ich eher als oval beschreiben. Das ist wichtig, weil diese Uhr braucht eine Auflagefläche von rund 58 mm, damit sie wirklich ordentlich am Handgelenk sitzt. Wenn ihr jetzt kleinere Handgelenke habt, dann kann es eben sein, dass die Uhr da ein gutes Stück rüber steht. Das kann natürlich immer noch gut aussehen, muss man gegebenenfalls ausprobieren. So, warum zeige ich euch diese Uhr jetzt? Nun, ich habe mir gedacht, ja, es ist mal wieder Zeit für irgendwie was günstiges, was ich sag mal, jeder mal eben sich bestellen kann oder sowas. Und ganz im Ernst, es war auch so, wir hatten jetzt ein super Bombenwochenende. Es war richtig tolles Wetter. Und manchmal gibt es eben einfach so Momente, wo so eine Armbanduhr genau das Richtige ist. Da braucht man nicht irgendeine super Luxus-Edelstahl-Armbanduhr oder irgendwie so den, ja, ich sag mal jetzt so ein massives Stück Edelstahl an seinem Handgelenk. Da manchmal ist einfach tatsächlich so eine G-Shock die beste Wahl. Ich habe hier mal einen weißen Sneaker ins Bild gestellt. Das ist ein Adidas Bounce. Und ganz im Ernst, ne, Shorts, weißes T-Shirt, dazu den Sneaker und diese G-Shock.
Ey, und man ist mega gut angezogen im Sommer zum Grillen mit Freunden oder eben rauf aufs Fahrrad und eine kleine Radtour gemacht, um noch ein Eis zu essen. Da ist dann einfach sowas auch mal richtig gut, ne? Und ich finde, man darf so den Blick nicht verlieren. Es gibt eine jede Menge Luxusarmbanduhr da draußen, die mega interessant sind. Und es gibt in den Preissegmenten unter Omega und Rolex und sowas alles, da gibt es eben auch noch jede Menge teure Armbanduhren, wie jetzt meine kürzlich vorgestellte Maurice Lacroix Aiken, die auch mega gut verarbeitet ist für ihr Geld. Aber es gibt eben auch sowas hier. Man kann auch Uhrensammler sein und kann G-Shocks mögen. Das eine, finde ich, gehört irgendwie mit zum anderen auch so ein bisschen dazu. Und so eine Casio G-Shock ist eben einfach eine geniale Uhr. Es ist kein Modegag. So eine Casio G-Shock ist eine richtig durchdachte Armbanduhr, hinter der auch richtig Forschung und Entwicklung steckt. An dieser Uhr hat alles seinen Sinn und Zweck. Das Glas ist extra weiter nach unten ins Gehäuse eingelassen, damit, wenn die Uhr runterfällt, sie nicht direkt aufs Glas fallen kann. Die Drücker sind geschützt durch diese ausgearbeiteten Gehäuseelemente, damit da eben nichts passieren kann, wenn die Uhr runterfällt. Die Uhr ist 200 Meter wasserdicht und das Quarzmodul hier drin, die Uhr hat jetzt also keinen Solarantrieb oder sonst oder irgendwie auch einen Funkabgleich hat die Uhr nicht. Es ist ein ganz normales, digitales Quarzmodul. Das ist so im Gehäuse eingelagert, dass es möglichst viele Stöße schadenfrei übersteht. Und das ist im Prinzip tatsächlich eine Modeuhr mit einem richtig technischen Hintergrund. Und das finde ich einfach an Casio G-Shocks so stark. Und deswegen habe ich mir gedacht, wurde es mal auch wieder Zeit für so ein Video, weil es gibt eben einfach die Momente, wo man auch an so einer Armbanduhr seinen Spaß hat und wo genau diese Armbanduhr auch die richtige am Handgelenk ist und man nichts anderes möchte in dem Moment. Und deswegen finde ich, ja, macht euch ruhig mal Gedanken darüber, euch vielleicht eine G-Shock zu kaufen. Vielleicht nicht dieses Modell, das könnte auch schon ein bisschen schwierig sein, dieses Modell zu bekommen. Denn ich habe diese Uhr jetzt vor knapp 2 Jahren gekauft. Da lag sie vereinzelt noch bei einem Juwelier im Schaufenster und in den Snipe-Stores habe ich sie auch noch gesehen. Aber da sind sie mir in der letzten Zeit auch nicht mehr aufgefallen. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das noch so einfach ist, dieses Modell im Spezifischen zu bekommen. Aber die normalen schwarzen Modelle, die gibt es ja immer noch. Und es gibt auch ein Modell, das ist so ein bisschen gesprenkelt. Das ist weiß und dann so grau gesprenkelt. Das kommt dieser Uhr sehr nahe. Sieht auch mega aus. Guckt euch da auch mal nach um. Denn auch wenn man jetzt Uhrenfan ist und im Prinzip so seine Nase so in die Richtung Omega, Rolex, Breitling, IWC oder auch in höhere Luxussegmente, Richard Mille oder Audemars Piguet oder Patek Philippe oder sowas steckt. Letzten Endes, ganz, ganz viele Uhrenfans und Uhrensammler, egal wie groß und hoch da die Sammlung ist, ganz, ganz viele haben dann doch noch eine G-Shock in der Box. Einfach weil es deren erste Armbanduhr war oder weil sie trotzdem einfach mal was brauchen für den Alltag, was ein bisschen was ab kann. Natürlich, man könnte jetzt auch eine Seiko SKX 007 oder 009 nehmen. Eine schöne Automatik, die steckt auch einiges weg. Aber ja, ich finde, manchmal ist einfach sowas hier dann doch wieder die bessere Wahl. Einfach weil coolere Farbkombinationen möglich sind, ne? Es gibt ja die G-Shocks auch in Gelb oder in Rot oder sonst was. Und das, ja, finde ich, kann auch schon richtig gut kommen. Und ja, das wollte ich euch einfach nur mal nahelegen in dieser kleinen Kurzreview. Also, das soll es von mir auch schon wieder gewesen sein. Also, habt Spaß auch an einfachen Armbanduhren. Okay? So, bis dann und bis zum nächsten Mal im Federhaus.